Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin Loco und wir sind heute wieder mal in Notruf Hamburg auf einem Voice-Chat-RP-Server. Wir werden heute aber nicht den normalen Stress machen, den wir sonst machen, sondern ich werde mir mal eben die Taxi-Uniform besorgen. Da sehen wir uns auch gleich. So, da bin ich und habe mir mein Taximobil geholt, Leute. Wir sind aber, wie gesagt, keine normalen Taxifahrer, denn ich habe was vorbereitet. Ich werde meinen Taxikollegen einfach mal die Frage stellen oder ein paar Quizfragen stellen und für jede richtige Antwort bekommen sie 2000 Euro Ingame-Cash, Leute. Mal gucken, ob das was wird. Es gibt ja noch einen spannender Twist am Ende und den werdet ihr sehen. Wenn ihr neu dabei seid, schreibt doch noch gerne einen Kommentar, wie ihr solche Videos findet und ob ich das öfter machen soll. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Wir sehen uns beim ersten Kunden. Guten Tag. Guten Tag. Braucht jemand ein Taxi? Brauchen Sie ein Taxi? Brauch mal ein Taxi. Ja, steigen Sie ein. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ist das kostenlos? Das ist kostenlos. Sie können sogar vielleicht Geld gewinnen. Kommen Sie rein. Okay, wo darf es hingehen? Können Sie mich zum Busding da bringen? Zum Bus? Das heißt Busfirma. Ja, zum Busding. Ja, ich fahre erstmal, ich fahre erstmal. Wir machen nämlich heute ein kleines Quiz mit Ihnen. Sind Sie bereit? Ja. Sie können Geld gewinnen. Für jede richtige Frage kriegst du 2000 Euro Ingame Cash. Und am Ende eventuell sogar noch mehr, je nachdem, wie du dich am Ende entscheidest. Ja. Wir haben ein paar Kategorien. Moment, ich habe hier einmal vorbereitet. Ich wurde geblitzt, das ist kein Problem. Wir können einmal, ich gebe dir jetzt ein paar Themen und du kannst erstmal entscheiden, welches Thema du nimmst, ja? Ja. Dann haben wir einmal Roblox-Fragen allgemein. Klären. Notruf Hamburg RP. Allgemeinwissen. Oder lustige Fragen zu Notruf Hamburg. Notruf Hamburg RP. Notruf Hamburg RP. Okay, ich muss selber einmal kurz reingucken. Eine Frage kannst du relativ gut schätzen. Ich würde einfach mal den Abzockerpreis da nehmen. Ich stelle die mal als erstes, das ist eine Schätzfrage. Wie teuer ist durchschnittlich das Taxi im Spiel? Einfach den Abzock. Ja, sogar okay, würde ich auch sagen. 2K hätte ich auch gesagt. Okay, richtig, damit hast du deine ersten 2000 verdient. Die nächste Frage ist, welche Berufe kann man in Notruf Hamburg RP machen? Wie bitte? Welche Berufe kann man in Notruf Hamburg RP machen? Ja, eins. Polizist. Ja, zwei. Man nennt mir mindestens vier. Komm, ADAC. Die Fall. ADAC, genau. Was gibt's noch neben Polizei? Da muss ich arbeiten. Als Taxi, genau. Damit hast du deine vier. Deine nächsten 2000 hast du gesichert. Letzte Frage. Was passiert, wenn man in Notruf Hamburg RP gegen die Verkehrsregeln verstößt? Wenn man zu schnell fährt. Zum Beispiel. Oder jemand. Es gibt ja so Menschen in Blau, die einen sehen könnten. Was passiert da? Ich weiß es selber nicht. Von der Polizei angehalten. Aber okay, du hast 2 von 3 Fragen richtig beantwortet. Jetzt habe ich noch eine kleine Sache für dich, wenn du Lust hast. Wenn du nicht willst, kannst du es machen. Du hast ja jetzt deine 4000 gesammelt. Und ich könnte dir jetzt noch eine kleine, normale, schwere Frage stellen. Moment, da muss ich einmal kurz rechts ranfahren. Damit könntest du dein Geld verdoppeln oder du nimmst das, was du jetzt gekriegt hast. Verdoppeln. Verdoppeln, okay, Leute. Dann der erste verdoppelt auch. Wir fahren mal kurz rüber über Rot. War gar nicht gekriegt, weil es noch gelb geworden ist. Sehr geil. Wir müssen aber einmal ganz kurz die Frage raussuchen. Kleinen Moment. Okay. Die letzte Frage geht wieder über Roblox. Allgemein so ein bisschen. Was? Ja. Also du musst einfach nur schätzen, wenn du... wie machen wir das? Wenn du... Wie nah musst du ungefähr sein? Es sollte schon so ähnlich bereich sein. Ich sag mal, wenn es eine Millionenzahl ist und du 1000 hast, ne, dann ist ja, sagen wir mal, falsch. Aber wenn du so eine ähnliche Realzahl ungefähr hast, dann können wir schon zählen lassen. Kannst du nur schätzen, kannst diese Zahl gar nicht wissen, aber wie viele Spiele hat Roblox circa? Was schätzt du? Wohin willst du? Ich fahr schon mal in die Richtung, wo du hin willst in der Zeit. Glaube, kannst du hier kündigen können. Ja, wo ich kündigen kann? Ja. Nö, ich fahre ja noch weiter danach. Ich mach ja noch eins. Da. Irgendwo im Bus? Ich kann dich auch dahin wählen, wo du mit dem... Ach so, du meinst, du willst zum Busdepot. Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, du meinst die ganze Zeit eine Bushaltestelle. Echt? Ich glaube...
Okay, ja, wir fahren dahin. Hast du schon eine Antwort? Ja, 60.000. 60.000? Schade, leider sind es knapp 40 Millionen tatsächlich. Also, die richtige Zahl ist zwar auch selber schwer bekannt, aber es geht auf jeden Fall in den Millionenbereich. Aber du hast trotzdem 4.000 gewonnen. Hat die Taxifahrt dir Spaß gemacht? Ja. War beste Taxifahrt, sei ehrlich. Nein. Alles klar. Gruß an, wen darf ich hier grüßen? Wer fährt hier mit? Warte mal. Ja, ich warte mal. Darf ich hier niemanden grüßen? Irgendwas mit ihm. Weißt du welcher? Was meinst du? Ich hab dich grad, versteh dich gerade schlecht. So, Grüße an Jul auf jeden Fall. Der hat die erste Taxifahrt als Quizfahrender mitgemacht und wir suchen uns jetzt den nächsten. Ich wünsche viel Spaß noch. Ihr, die 4K müssten auch bei dir angekommen sein. Ich danke dir fürs Mitmachen. Ja. Leute, das war der erste Taxikunde, der das Quizduell richtig gut bestanden hat. Ich meine, der musste gar kein Geld bezahlen. Der hat von mir 4.000 gekriegt, Leute. Das kann man sich doch schmecken lassen. Und der hätte es sogar auf 8.000 erhöhen können. Wir müssen uns das ein bisschen ändern. Wir müssen 4 Fragen stellen. Und für jede Frage kriegt er 1.000. Und am Ende kann er sie verdoppeln auf 8.000. Weil wenn jemand der 6.000, ich kann ihm ja keine 12.000 geben, ne? Leute, ist ja ein bisschen doof gemacht. Aber soll uns nicht stören. Wir suchen uns mal den nächsten Kunden. Hallo, guten Tag. Braucht jemand ein Taxi? Braucht hier jemand ein Taxi? Braucht hier jemand ein Taxi? Hallo, warum hauen Sie mich? Haben Sie etwa keine Stimmbänder? Glaube ich auch. Ach, sogar Edmund, hallo, nicht im RP. Hallo, keiner ein Taxi? Schade, ich muss weiter. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen... Ja, voll. Warte mal, Sie sind zwar nicht im RP, aber Sie sind ins Taxi eingestiegen, damit haben Sie das Quiz ausgelöst. Wir fahren jetzt nicht direkt auf dem ersten Weg zur Feuerwehr RP, ich hoffe, Sie haben gerade 2-3 Minuten Zeit mitgebracht. Und zwar, Sie müssen bei dem Taxi hier kein Geld bezahlen, sondern Sie können Geld gewinnen. Dafür müssen Sie mir 4 leichte Fragen beantworten, für jede Frage bekommen Sie 1000 Euro Ingame Cash. Sind Sie dabei oder wollen Sie lieber... Ich bin dabei. Du bist dabei, das freut mich. Jetzt hast du, ich gebe dir gerade ein paar Themenbereiche und du darfst dir dann aus diesen Themenbereichen einen aussuchen. Das ist einmal sowas wie Allgemeinwissen, Notruf Hamburg RP, Notruf Hamburg witzig, dann haben wir hier noch Tiere. Moment. So, zack, ich habe hier nochmal kurz eine Kategorie eröffnet. Und dann können wir hier nochmal, warte, ich muss mal ein bisschen durchscrollen. Allgemeinwissen haben wir auch. Und generelle Roblox-Fragen. Welches Thema würdest du dir zutrauen? 4 Fragen davon musst du nur beantworten. Und am Ende hast du nochmal Chance. Notruf Hamburg RP. Notruf Hamburg RP, alles klar. Moment. Nehmen wir mal diese hier. Das sind relativ einfache Fragen. Also es ist jetzt nicht etwas, was du... ausgeübt oder gelernt haben musst, ne? Aber zum Beispiel, die erste Frage ist, welche Rolle darf mit Blaulicht über Ampeln fahren? Welche Rolle darf mit Blaulicht über Ampeln fahren? Polizei. Oh. Und? Krankenwagen. Genau. Und? Warte kurz. Rettungsdienst, Feuerwehrärzte. Rettungsdienst hat noch gefehlt, aber ich lasse mal gelten. So, das war die erste Frage. So. Warte, ich gehe mal durch. Wir haben hier mal ein paar Fragen. Zack. Genau, die ersten 1000 hast du schon mal safe. Gut, nehmen wir mal die hier. Was passiert, wenn du einen Unfall baust? So nach RP-Regeln halt, ne? Abholen lassen und mich untersuchen lassen. Genau. Polizei einmal rufen, eventuell Auto, Versicherung anmelden. Vom ADAC abholen lassen.
Das klingt erstmal nicht verkehrt. Damit sind dir die nächsten 2000k sicher. So, und dann machen wir... Welche Berufe gibt es denn in Notruf Hamburg? Alle? Nenn mir vier. Muss mir nicht alle nennen, nenn mir nur vier. Zählt auch so Sachen von... Nenn einfach mal ein paar. Ich sag dir denn, ob es zählt oder nicht. Polizei, SLK, ADAC... 2, 3... Und 4, damit hast du, war das schon deine vierte, ne? Oder war es jetzt deine dritte? Ich glaube, es war schon deine vierte. Dritte, okay. Ah, okay, dann hast du noch eine. Okay, das ist auch cool. Wie kannst du Geld verdienen, wenn du keine feste Rolle hast? Also kein Job, beziehungsweise, sag ich mal. Durch die Minutenbelohnung, wenn du im Game bist, oder wie viel? Ja, genau. Was kann man noch machen? Nicht von anderen Spielern Geld senden lassen. Ja, auch gut, aber jetzt Krimineller, was gibt's da noch? Hast ja auch keine feste Rolle. Ja, man könnte was ausrauben. Genau. Ja, ich würde sagen, damit hast du alle vier Fragen richtig beantwortet. Und genau, der Sound wird hier eingefügt, ne Leute? Und wir fahren hier mal an die Seite. Jetzt gibt's nämlich noch die Ultimatumfrage. Das ist immer eine Schätzfrage, das heißt, du kannst diese nicht ganz genau wissen. Aber wenn du im ähnlichen Zahlenbereich liegst, dann bekommst du nicht nur 4.000, sondern von mir 8.000. Warum sind hier jetzt so viele Schießereien? Lass mal weiterfahren hier. Lass mal weiterfahren hier. Hallo, bitte einmal aussteigen. Ich kann das Taxi nicht abschließen. Bitte einmal wegfahren. Hier ist jemand drinne. Okay. So, wir müssen mal weiter. Hoffentlich nervt er jetzt nicht. Warum kann man Taxis nicht mehr abschließen? Fahren wir hier hinten hin. Also, die nächste ist, wie gesagt, eine Schätzfrage. Du wirst sie nicht wissen können, aber ich sag mal, wenn es eine Millionenzahl ist und du sagst nur 1.000, dann sag ich mal, kann ich das nicht zählen lassen. Sag ich mal, es sind 10 Millionen, du sagst 5 Millionen, dann wäre das schon okay. Dein Geld wird verdoppelt, wenn du richtig liegst. Wenn du falsch liegst, dann bekommst du trotzdem deine 4.000. So, machen wir das einfach mal. Mal gucken, ob ich das beim nächsten immer noch so mache. Moment, ich muss mal kurz zu meinen Schätzfragen. Die sind immer ein bisschen weiter oben gewesen. Und zwar fangen wir damit an, das ist eine absolute Schätzfrage, du wirst es nicht wissen können. Wir reden über echtes Hamburg, nicht über das Game. Aber wie viele Brücken gibt es in Hamburg, nicht in Notruf Hamburg? Ich sage dir mal so, ich weiß nicht, ob du schon mal in Venedig oder Amsterdam warst, aber die haben ja relativ viele Brücken. Hamburg hat mehr Brücken. Schätze einfach mal. Ich glaube, 7 Millionen Brücken. Ja, ein bisschen zu weit sind denn. Ja, da habe ich ein bisschen zu hoch gepusht. Es sind nur 2500, aber die 4000 sind dir trotzdem sicher. So, welcher Name darf ich. Weil du heißt ja Edmund. Wie heißt du? Ich heiße Monte. Monte. Also M groß geschrieben. Ja, sonst ja. Heißt Monte. Montana Black? Nee, das ist alles groß. Nee. 2 musst du dann noch schreiben. Warte. Monte 2. Ich schreib das einfach mal, ja. Oder ist das schon der Name Monte 2? Nee. Ich sag an. Red. Also R-E-D. Monte 2 Red. 2 Black. 2 Black. Hoffen wir mal, dass das jetzt auch direkt findet. 4000 und ich das jetzt nicht an irgendeinen Random verschicke. Nee, das sieht aus wie du. Ja, ich bekomme, danke. Perfekt, alles klar. Habe ich gefreut, dass du beim Quiz teilgenommen bist. Jetzt bringe ich dich natürlich noch dahin, wo du hin wolltest. Ja, Leute, die haben halt mies genervt. Direkt wieder wegteleportiert. Ich hasse es so sehr, mein Gott. Ich wünsche euch einen wunderschönen. Schaut unbedingt in meine Beschreibung. Da findet ihr meinen Discord-Kanal. Wenn ihr so welches Format öfter sehen wollt, lasst es mich wissen. Ich habe es mir jetzt einfach mal ein bisschen aus den Fingern gesaugt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!